der Ingo von Kobe Reist. Getreu meinem Motto der Reise dieser Woche, dem Schmuddelwetter entkommen, habe ich Frankreich verlassen, weil es kurz- und mittelfristig dort ziemlich schlecht sein sollte. Ich bin also wieder nach Deutschland zurückgefahren und fahre über Freiburg und jetzt durch den Schwarzwald in Richtung Bodensee. Mein Ziel ist Meersburg. Dort werde ich mal zunächst den Stellplatz aufsuchen und wenn's Wetter gut ist, dort auch ein, zwei Tage bleiben. Das schauen wir uns an. Ihr seid dabei. Angekommen am Bodensee in Unteruldingen. Und tatsächlich, es wird langsam hell. Die Aussichten für den späteren Nachmittag sind auch ganz gut. Es soll sonniger werden. Ist allerdings ein ziemlicher Wind und 7 Grad. Aber die Tendenz für die nächsten Tage sieht eigentlich gut aus. Tatsächlich sind hier in Meersburg die Straßen trocken. Also es scheint hier auch schon länger nicht geregnet zu haben. Ja, das ist ja super. Irgendwie doch so ein, keine Ahnung, Mikroklima. Auf jeden Fall ist das Wetter besser. Ja, Kuckuck, guten Morgen mal wieder aus Meersburg. Ja, wie bin ich hierher gekommen? Es war in Frankreich so schlechtes Wetter angesagt für die nächsten Tage. Da bin ich gestern wieder Richtung Osten gefahren an den Bodensee. Hier ist das Wetter deutlich besser und auch langfristig besser angesagt. So, bin jetzt in Meersburg auf dem Stellplatz, Wohnmobilstellplatz 2, Allement. Und wir sehen uns jetzt mal Meersburg an. Kommt er mit? Ja, klar.
Also Meersburg ist schon echt ein hübsches Städtchen, muss man sagen. Gerade um die Jahreszeit jetzt hier Mitte März, es sind kaum Touristen im Ort, super Wetter. Da lohnt es sich echt mal hier durch die Stadt zu schlendern. Man hat, glaube ich, selten die Gelegenheit, auf so wenig Touristen zu treffen. Da macht es wirklich Spaß. Das war mal die Stadtbesichtigung von Meersburg. Ich muss sagen, das hat sich wirklich gelohnt. Jetzt gerade im März bei schönem Wetter, kaum Touristen. Also das kann ich nur empfehlen. Ich war zuletzt hier im letzten Jahr im September und da ist die Stadt natürlich völlig überlaufen. Auch schön, aber sehr viele Menschen. Also wenn man sich die Stadt in Ruhe anschauen will, kann ich jetzt die Jahreszeit Mitte März nur empfehlen. So, ein paar Hinweise noch zum Stellplatz. Der Stellplatz heißt Allement. Hier gibt es 3 Stellplätze. Einer davon ist mit Fernentsorgung. Da fahren wir gleich noch hin. Dieser Stellplatz hier ist ohne jede Versorgung und um die Jahreszeit, wie ihr seht, auch so gut wie leer. Der Platz hier oben, der Stellplatz 3, bietet eigentlich nichts außer Müllentsorgung. Aber sonst keine Fährentsorgung, kein Strom, kein Abwasser. Dazu müsst ihr auf den Stellplatz 1 fahren. Dort könnt ihr Fähr- und entsorgen. Zahlen könnt ihr hier am Parkautomaten. Ich glaube, nur mit Karte. Ich habe jetzt bezahlt 12 Euro. Ich glaube, in der Saison kostet es 16 Euro. Der Automat befindet sich gleich am Eingang. Mit Erwerb des Tickets ist auch die Kurtaxe enthalten. Und gegen Vorlage des Tickets könnt ihr im Verkehrsbüro eine Gästekarte erhalten. Das sind dann zum Beispiel die Bustickets umsonst. Außerdem könnt ihr auch mit EasyPark bezahlen per App. Wie es dann mit der Gästekarte ist, kann ich nicht beurteilen. Fußläufig ca. 500 Meter entfernt von hier gibt es dann auch noch eine Bäckerei, eine Metzgerei und einen Norma, sodass die Versorgung auch gesichert ist. Guten Morgen vom Bodensee aus Meersburg. Ich habe mir heute Morgen mal den Scooter geschnappt und erkunde jetzt mal so das Hinterland, die Wein- und Obsthügel oberhalb vom Bodensee Richtung Hagnau. Boah, ihr müsstet es sehen können, es gibt heute Morgen eine herrliche Aussicht von hier oben. Ich bin jetzt oberhalb der Ortschaft Stetten. Herrliche Aussicht auf die Schweizer Berge, echt grandios. Leider habe ich nur die kleine Actioncam heute Morgen dabei. Ich vermute, die kann das gar nicht richtig aufnehmen. So, weiter geht's. Wir verlassen jetzt den Bodensee und Meersburg und fahren, so ist der Plan, auf den Stellplatz Büchelwiesen bei Amtszell. Das ist ein sehr schöner Stellplatz, dort bin ich schon mal gewesen. Und dort verbringen wir die nächste Nacht.
Plan. Ich bin nicht zum Stellplatz Büchelwiesen nach Amzell gefahren, sondern bin in Lindenberg im Allgäu gelandet. Ich war hier schon mal, wir waren hier schon mal. Das ist ein ganz netter Stellplatz, kostet 10 Euro plus Strom. Entsorgungsmöglichkeit ist vorhanden. Es gibt hier um die Ecke einen ganz netten See, den kann man mal umlaufen. Bilder zeige ich gleich nochmal. Das soll es jetzt mal gewesen sein für den Teil 2. Lasst gerne ein Abo da. Für einen Daumen nach oben bin ich dankbar. Danke, ciao.